Willkommen, willkommen zurück zu Bully Scholarship Edition mit mir, Peter von Sonocreed.de, und wir checken mal, ob wir hier eventuell... Oh, warum sind die Ratten unterwegs? Holy shit, das liegt da hinten. Weiß ich nicht, wir müssen es aufsammeln. Ah. So, jetzt, ist die Frage, wie können wir... Hä? Achso, ich hab nur gespeichert, ich bin gar nicht schlafen gegangen. Ups. Fuck you, Bro. Fuck you. Nö. Gehen Sie fort dannen. Wecken von mich. So, dann gehen wir mal schlafen mit den ganzen Ratten hier am Start. Das ist schon echt. Echt eine prima Schule hier. Wird zunehmend besser. Die Ratten waren am Anfang, glaube ich, nicht da. So, okay. Gott sei Dank haben wir ausreichend Zeit, bevor die Schule tatsächlich startet. Wir können nochmal kräftigst in die Stadt eiern. Und warum kann ich denn keine Autos stehlen? Oh, vielleicht kann ich noch irgendwann Autos stehlen. Das wäre natürlich ziemlich sweet. Aber das wäre ein bisschen gegen das Thema des Spiels. Was ist denn eigentlich dieses... Okay, damit haben wir auch herausgefunden, ob ich angefahren werden kann oder nicht. So jedenfalls nicht. Wie kriege ich eine Jacke? Ich glaube, das wurde mir nämlich gesagt da vorhin. Wir versuchen es einfach nochmal herauszufinden. Muss man nicht so anstellen. Nein, Jimmy. Jimmy! Los mit dir, Junge! Junge! Ich hab doch gesagt, mach's weg. You know we can't associate with you until you wear some proper clothes, huh? Aquaberry Sweater in Bulworth Vale sollen wir ihn kaufen. Okay, die. Moment. Wo war hier ein da direkt so in die Richtung. Wir sind schon auf dem besten Weg. Hier irgendwo vorne muss es kommen. Britisch. Oder? Ja, nee, nicht wenn man dämlich ist. Dann nicht. Hello. You know you should try the new Aquaberry vest. Very popular with the better class of students. Okay. Dann holen wir uns mal die Aquaberry West. Nein, wir brauchen einen Sweater. Oder? Was haben wir denn noch? West? Sweater. Gott sei Dank können wir uns auch trotz... Was soll ich denn bauen? Ach, wir holen uns einfach beides. Wir nehmen das. Das muss reichen. Thank you. We look forward to seeing you again soon. Okay, dann müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir an der Popo vorbeikommen. Die uns natürlich total auf dem... Oh Gott. Ich bin schon auf dem Weg zur Schule, was wollt ihr eigentlich alle? Oh Gott. Vielleicht schaffen wir es noch zur Klasse. Ich finde ja die Schulstunden relativ cool, ich finde es nur ein bisschen zu eng getaktet, ehrlich gesagt. Mir würde das besser gefallen, wenn es auch, wenn es natürlich noch unrealistischer wäre, als es ohnehin schon ist, wenn man nur einmal am Tag eine Klasse hätte. Oder die halt eben so dicht aufeinander hingen, dass man da tatsächlich auch sinnvoll noch zwischendrin andere Dinge machen kann. Würde mir sehr gut gefallen. Oh shit, oh shit. Puh. So, was haben wir denn? Kunst! Ah, here we are again. Please get out your sketchbooks. Okay. Oh Gott.
Was? Ach so, wenn die Linien berühren, ist schon zu spät. Ich verstehe. Freeze! Wie lange hält das? Oh oh! Puh, gerade so. Warum malen wir immer unsere Lehrerin? Das ist irgendwie extrem creepy. That's excellent, Jimmy. Mind if I keep it? Vielleicht muss man ja auch gar nicht mehr zur Schule, wenn man die Dinger voll hat. Das ist natürlich. There we go. Done. Hi there. Can I convince you to make out with me? Are you asking me on a... I got them just for you. Date? Oh, Jimmy, that's so nice of you. Hey, Jimmy. Come on, baby. Whip. 50% Lebensbonus. Das ist die Rose wert. Klar, Mann, alle haben es gesehen. Alle. Woohoo! So. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Aufgabe. Ey, warum ist denn mein Bonus plötzlich runtergegangen? Extra ein Mädchen dafür geküsst, was eigentlich voll ekelhaft ist. Was macht man noch nicht? Mädchen küssen. Mädchen sind doof. Oh Gott. Woohoo. Na, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. So, schon haben wir keinen Türsteher mehr, auch wenn wir immer noch nicht richtig angezogen sind. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen. Me and the chaps were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Okay. Wird gemacht. Ich glaube, wir haben Eggs. Oh, wir sollen sie trotzdem kaufen. Na gut. Machen wir das eben. Hallo, can I help you find any? Ich finde den Typen zu toll. Thank you very much. Oh Gott, das sollte nicht so lustig sein. Aber erstmal gehen wir zur Schule. So wie sich das gehört. Dann wieder von der Polizei gejagt. Weil die genau meinen Stundenplan wissen. Beschwer mich nicht über die Logik dahinter, eher darüber. Doch, ich beschwer mich über die Logik dahinter. Was soll denn das? Was für eine Klasse haben wir, dass die kleine Glocke außen ist? Da müssen wir doch rein. Nein, wir müssen nicht rein. Oh Gott, nicht schon wieder Shop-Class. Bitte nicht schon wieder Shop-Class. Oh Gott, wir hängen schon wieder am Mülleimer fest. Ich frage mich, ob die Schulorganisation das so wollte, dass die Kinder hier verschiedene Klamotten tragen, abhängig davon, zu welcher Gruppe sie sich dazu zählen. Okay. Ist es unten?
Boah, gib mir aus dem Weg. Ziehen wir uns mal gerade um. Och shit. Wir können gar nicht daran teilnehmen. Ach meine Fresse. Ich habe keine Lust, schon wieder Eier zu kaufen. Naja gut, dann überspringen wir das hier halt mal. Scheint ja eh niemanden zu interessieren. Blöd. Gibt es hier eigentlich noch einen anderen Weg raus? Nee, ist noch nicht freigeschaltet, wie es scheint. Da vorne könnte ich raus. Hier. Das müsste gehen. Okay, wow, Junge. Was ist los? So lange nicht mehr so versagt beim Skateboardfahren. Hey, die anderen sind auch alle zu spät. Lass mich doch in Ruhe. Voll nett Riss. Ja, das ist ganz leicht sowas wie Physik. Wenn man irgendwo runterfährt mit dem Skateboard, geht es ein Tick schneller, als wenn man irgendwo hochfährt. Das finde ich auch ganz nett. Das wird keine richtige Physik sein, nehme ich an. Zumindest sowas wie. Muss reichen. Kann ja nicht überall Ragdolls drin haben. Nicht nötig. Was sind denn diese Bs eigentlich? Was soll das heißen? Oh nein. Oh ja, nein. Nein. Schneller Skateboard. Got the eggs, Hopkins? You bet. Give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this pauper. You're going back to the poorhouse. God damn it. Come here. Come here, you jerk. You better not. Sorry, Daddy. Ihr habt doch alle keine Chance gegen Hopkins. Ach, wo willst du hin? Okay, wir können ab sofort Eier in meinem Raum holen. Das ist seltsam. Nein, nicht schon wieder. Oh, Gott sei Dank, ich bin noch nicht zu spät. Oh Gott. Oh Gott, die Geschwindigkeit. Oh Gott.
Oh Gott! Die Geschwindigkeit ist zu hoch und dafür steuert sich einfach zu schlecht. Oh mein Gott, warum leuchten die Klingen? Oh Gott, nein, wir sind doch zu spät. Oh Gott, nein, so viele Dinge passieren. Oh Gott. Oh Gott. Suchen wir die nächste Aufgabe auf. Ich würde mir ganz gerne mal dieses Haus anschauen, vielleicht. Was wir da jetzt gewonnen haben. Einfach mal so. Ja, okay, ich kann sie anfahren, aber bloß nicht in der Schule sein. Das ist das größere Problem. Eindeutig. Ist das hier drinne? Das ist hier drinne. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen von der Minimap und ich bin einfach zu faul, die große Karte aufzurufen. Aber das kann ich natürlich dem Spiel nicht vorwerfen. Meine eigene Faulheit, das geht ja nicht. Au. Hey, Pete. Where is everybody? Oh, Jimmy. It's you. Yeah? Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment, I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but... at least I wasn't left out. And now I'm back on my own, and I'm too cool to be a dork, and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Okay. Ein Fahrradwettrennen. Okay. Also. Wenig überraschend, dass wir da mit dem Fahrrad hin sollen. Ah, welche Taste muss ich nochmal drücken, damit es schneller wird? Ah, achso, W. W war das Gebot der Stunde. Das Problem ist hier echt die Lenkung, die ist auf dem PC. Shit, wobei ich ein bisschen das Gefühl habe, dass es auch mit einer Konsole nicht so hundertprozentig besser wäre. Das ist einfach ein bisschen, man muss hier zu lange gedrückt halten, damit sich überhaupt was bewegt und dann ist es gleich schon so viel, dass es eindeutig zu viel ist. Baum oder Auto? Baum oder Auto? Okay, ich hätte jetzt da drüber fahren können, aber genauso gut kann ich auch da drüber fahren. So, schauen wir mal, ob wir das hier gewinnen können. Ich nehme an. Okay. Oh, doch nicht da hoch. Okay. Ich dachte, das wäre wahrscheinlich. Geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Gott sei Dank habe ich eine mechanische Tastatur. Das ist ja die absolute Hölle für die armen Tasten. Warum muss ich die Polizei auf mich aufmerksam machen? Was ist los mit mir? Ah ja. Gott sei Dank ist es nicht so unfair, dass man hier irgendwelche harten Drehungen oder sowas machen muss. Also relativ. Ach, das ist ja auch noch gut abgesperrt für ein illegales Rennen. Ja, was ist illegal? Fahrradwettrennen werden die aber hoffentlich nicht verfolgen. Oder? Ich würde ein bisschen die Polizei erklären. Die Musik ist irgendwie. Keine Ahnung. Seltsam. Das wirkt sehr offiziell mit den Absperrungen hier. Ah, egal.
Kann man nur Rennspiele mögen. Verdammt nochmal. Nichts daran ist toll. Mann, ist furchtbar. Juhu. Ich glaube, wir haben gewonnen. Gott sei Dank. Good job. Sweet win. Come by and see me anytime. I'll have your trophy. Okay, irgendwie sorge ich mit allem, was ich tue, dafür, dass Leute mich mehr und mehr hassen. Alter, was willst du von mir? Du bist ein alter Mann, geh weg. Hör auf, einfach irgendwelche Kinder auf der Straße anzusprechen, was soll yeah, das? You want to get a C-785, then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was gonna get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race. Hey. You came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fund turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Hey, let me see. Come on. Hey, give me that back. Hey, Jimmy. You want some help handling those losers? You wanna mess with the greaser? Warum? Au. Hab das irgendwie nicht so ganz realisiert. Alter, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg von mir. In meinem Clubhaus drin oder was? Mein Clubhaus. Nein, 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 nicht den, der ist doch mein Freund. Gott verdammt. Warum darf ich denn überhaupt meine Freunde hauen? Was ist das für ein Scheiß, ehrlich? Aua! Komm, dann hilf mir auch! Alter! Das Zielen, das ist mit das Schlimmste in diesem Spiel. Ah, okay. Got it. Sind die dann jetzt noch da? Jimmy Hopkins delivers. Jimmy, I need you to do me a favor. Bro, du hast mich gerade verprügelt. Was? You can't beat my swimming record. You just don't have the poise. You have my gratitude. Okay, was soll ich machen? Okay, wir haben nur die Zeit da, um diese Boje rumzuschwimmen. Alles klar. Das kriegen wir schon hin. Mitten in der Nacht, warum auch nicht? Das finde ich ungefährlich. Es erinnert mich an diesen Fall von natürlicher Selektion vor einiger Zeit in Frankfurt, wo irgendein komischer Student meinte, es wäre eine gute Idee, mitten im Winter den Main schwimmenderweise zu überqueren. Genau genommen haben es drei versucht. Zwei davon haben es auch geschafft. Tja. Einer irgendwie nicht. Wüsste nicht wieso. Aber ganz überraschenderweise hat es nicht fertig gebracht.
Jetzt lernen wir daraus, geht nicht einfach in irgendwelche fremde Gewässer. Macht keinen Scheiß. Mine now. Okay. Boop. Können wir auf Sand fahren? Erstaunlich gut. Es rollt zwar nicht weiter, aber wir kommen vorwärts. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Dann, man stopft das dann so in den Boden, dann sind die Rollen im Sand und das war's dann. Geh weg, Mann. Ich will nichts mehr mit alten Männern zu tun haben. Dieses Erlebnis mit unserem Lehrer vor ein paar Minuten war mir schon echt genug. So, hier ist unsere neue Aufgabe und was das hier ist, finden wir gemeinsam in der nächsten und letzten Folge von Bully Scholarship Edition mit mir, Peter Wuss, heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat, like da lassen, mehr was zu sagen, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.